Ich glaube, dass sich der Blick auf Lebensmittel enorm wandeln wird. Was viele beschäftigt, ist einfach Nachhaltigkeit, Bio, die Qualität der Produkte und das alles unter einen Hut zu bringen. Das ist auch die Aufgabe eines Lebensmitteltechnologen. Meine erste Erinnerung ist immer, wie ich in der Bib sitze, aber genauso auch mit Studienkollegen eine schöne Zeit zu haben, gemeinsam zu lernen, ein bisschen zu verzweifeln, sich aber auch zu freuen, wenn es geschafft ist. Lebensmitteltechnologie ist ein Studium, das ganz viele verschiedene Facetten hat, von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln bis hin zu Analysen, aber auch Pharmazie und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen. Besonders schön für mich war auch die Vielseitigkeit des Studiums, einfach wirklich Praktika, aber auch Module zu haben und ja auch erstmal kennenzulernen, wo man es eigentlich anwenden kann, weil man lernt viel über Theorie, aber das wirklich auch mal zu machen, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Sich da erstmal festzulegen, finde ich sehr schwierig, aber das macht es halt auch interessant, weil man am Ende so viele Möglichkeiten hat, sich zu spezialisieren oder auch sich zu bewerben. Und jeder, der gerne mit Lebensmitteln arbeitet, Interesse hat, sollte das auf jeden Fall machen. Fulda hat neben dem Studium auch noch viel mehr zu bieten. Ein schönes Campusleben, ein Schlossgarten, in dem man sich auch mal hinsetzen kann zum Lernen, abends auch mal in eine Kneipe gehen. Also es ist eine schöne Mischung, man lernt viele Leute kennen und das hat es auch interessant gemacht. Mein Name ist Stella Wild, ich bin Absolventin des Studiengangs Lebensmitteltechnologie an der Hochschule Fulda.